Abends trinkt man dann sein Bier alleine an der Bar. Irgendwie ist alles anders. Ich mach daraus kein Hehl. Mit weiter ist kein Ort. Vielmehr ein Gefühl. Sag mal, Luca, ja. Ist es nicht ein bisschen depressiv an diesem Tag heute? Ja schon. Ich weiß, vielleicht hast du was Besseres. Vielleicht. Ja, okay. Du hast mich nie darum gebeten, ich weiß, es tut dir leid oder auch nicht, keine Ahnung, was weiß ich schon. Tja, es war alles umsonst, aber es ist okay für mich, die scheiß Gefühle kamen von allein, konnt's nicht vermeiden, hätte ich gewusst, was ich jetzt weiß, dann vielleicht oder eher doch nicht. Danke für die Blumen. Schön, dass du hier bist. Danke, hier dass ich hier sein in Mittweida. Ich meine, du kommst ja eigentlich aus der Provinz, du kommst aus dem Schwarzwald, habe ich gelesen. Genau. Und aus dem schönen, kleinen, winzigen Offenburg. Ist vielleicht, wie viele Einwohner hat Mittweida? Ja, so 14.000. Okay, also ist Offenburg doch größer. Noch ein bisschen größer. Ja, wir haben so 60.000, glaube ich. Du hast 2014. Dein erstes Album veröffentlicht, The Unknown. Genau. 2016, dann kam ja die Rettung, kann man ja sagen. Ne? Salvation. Ja, genau. Was kommt 2017 noch? Ein weiteres Album und das nennt sich DNA. Warum denn DNA? Weil das so von dir spricht? Oder? Genau, DNA ist ein deutsches Album, anders als die beiden davor. Ja. Und dementsprechend fühle ich mich noch eher ich selbst, weil ich zum ersten Mal auf meiner Muttersprache singe, schreibe und mich ausdrücke und ja. Willst du was trinken? Ich würde mir ganz gerne das hier, ich kann das leider nicht mehr so gut das, so aufmachen du mit der Flasche. Du wohnst in Berlin und kannst es nicht. Danke. Cheers. Du brauchtest einen Waldbrand, um neu zu beginnen und jetzt stehst du nie mehr still. Inwieweit hast du dich denn in deiner Karriere auch tatsächlich verändert? Ich glaube, ich habe mich insoweit verändert, dass ich eben, dass die Sprache sich gewechselt hat. Eben das mit Waldbrand war quasi so die Überleitung. Wir haben dann gesagt, okay, oder ich habe gesagt, wisst ihr was, ich habe gar keine Lust mehr, vor meinen Songs erklären zu müssen, worum es geht. Ich sage einfach, ich will einen Waldbrand, ich will einfach alles niederbrennen und von vorne beginnen und das mache ich damit. Bist du jetzt da auch so ein Mensch, der tatsächlich jeden Tag irgendwas Neues auch erleben will und jeden Tag irgendwie auch einen Fortschritt machen will? Also ich bin auch manchmal einfach nur ein Netflix-Couch-Mensch. Ich gucke meine kleinen Serien. Was schaust du gerade auf Netflix? The Crown, sehr empfehlenswert. Das kenne ich über, nicht. Doch, musst du unbedingt gucken. Also ich bin eher so, ich bin sowieso so ein Historik-Fan. Also hast du auch Game of Thrones schon durchgesucht? Das nicht. Echt nicht? Nee, das nicht, weil das ist mir zu brutal. Alle sterben okay, und ja, dann sind meine Lieblingscharaktere alle tot. Das will ich gar nicht gucken. Du bist ja nicht nur im Musikbusiness mittlerweile bekannt, sondern ja auch so ein bisschen im Filmbusiness. Ne? So Fuck You Goethe habe ich da was gehört. Da hast du den Titelsong. Error für gesungen. Wie kam es dazu? Also wie kommt man dazu, einen Titelsong für so einen krassen, berühmten Film zu kriegen? Wie Gott das auch immer gemacht hat, aber es war irgendwie, Error war der passende Song für diese und jene Szene und dementsprechend auch für den Soundtrack. Und dann haben wir einen Anruf bekommen und dann hieß es ja, hey, euer Song ist im Soundtrack. Und jetzt bist du Friend mit Elias M. Bisschen, ich habe mal Hallo gesagt. Oh. Und dann bin ich gleich wieder ganz schüchtern weggegangen. Also ich singe das in der Szene da. Ja, ciao. Cool. Ich weiß nicht, vielleicht willst du noch was fragen oder hast du eine Frage oder irgendwas, was du unbedingt schon mal sagen wolltest, was dich noch nie ein Mensch gefragt hat? Ich habe mir ja immer schon mal gewünscht, dass mich jemand fragt, so, was ich denn, wenn Menschen zum Beispiel andere Formen annehmen können. Überleg mal, ein Mensch würde nicht nur wie ein Mensch aussehen. Ich wäre wahrscheinlich die menschgewordene Brezel, weil ich eigentlich... Die menschgewordene Brezel? Ja, weil ich mindestens eine Brezel am Tag esse und dementsprechend... Echt? Na, ich versuch's. Um fit zu bleiben. Um fit zu bleiben. Brezel-Smoothie am Morgen. So, genau. Cool. Dann Brezel, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich euch auch. Hand drauf. Nicht mehr so viele Depri-Songs singen. Okay, mach ich.